Ein herzliches Hallo von mir an euch. Gott, bin ich doof. Jetzt habe ich tatsächlich hier das Spiel gestartet, quasi ohne OBS geöffnet zu haben. Ich habe jetzt in 3 Sekunden OBS geöffnet, mein Mikro angeschalten, die Kamera ausgeschalten. Und ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Aber hallo, herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Ja, wir spielen eine Runde Killer und ich dachte mir, ich probiere mich nochmal mit Nemesis. Es hat ja letztens nicht so gut funktioniert. Ja, nice. Mein Ruin ist halt einfach mal instant weg. Die Fang übrigens hat 1300 Spielstunden. Was ist denn los mit euch, Leute? Hier. Habe ich überhaupt schon richtig Hallo gesagt? I'm verwirrt. Oh Gott, ich krieg sie nicht raus, oder? Okay, wir haben schon mal ein bisschen Stress gemacht. Gut, ja, ich dachte mir, ich spiele mal wieder Nemesis. Einen Gen haben wir verloren. Aber wir sind schon mal erfolgreicher als beim letzten Mal. Würde ich behaupten. Weil da lief es mit Nemesis ja so gar nicht. Die eine Fang übrigens hat einen Schlüssel dabei. Ich gehe von aus, dass das ein rosaner Schlüssel ist. Den Gen treten. Okay, unten sind 2 dran. Oh je. Den Stevie finde ich irgendwie gar nicht. Ja, sie ist halt hier recht safe an der Palette. Ich musste halt nur gucken, wo ich rumkomme. Sie springt. Oh, sie kann mich hier halt ewig hinhalten. Der Generator ist aber... Ich will hier nicht aufmachen. Aber sie kann sich heilen. Hallo? Yes!
Mein erster Tentakel-Kill. I like. Wir haben schon zwei Hooks und Tüftler ist an. Das heißt, der dritte Gen ist auch gleich ready. Nochmal Tüftler. Uncool. Nochmal Tüftler. Uiuiuiuiui, aber zu dem Gen werde ich es nicht schaffen, oder? Ich habe das Gefühl, ich bin ultra langsam. Hilfe! Wow, wieso kommt die Grab-Animation? Und dann wird gar nicht gegrabt? Warte, Mist. Wurde sich geheilt. Das war gemein, Spiel. Dead Heart. Kein Dead Heart, okay. Gegen Hooks, Leute, ich freue mich. Definitiv eine erfolgreichere Runde als beim letzten Mal mit Nemesis. Es ist ja auch meine zweite Runde Nemesis, ne? Also ich habe wirklich tatsächlich zwischendurch kein Nemesis gespielt. Gut, die Gens, die kriege ich nicht mehr gerettet. Dafür sind die zu weit auseinander. Weil die sind alle aus, die Gens. Wir holen uns einfach Steve nochmal. So, sie hat Dead Heart. Jen ist nicht weit. Ich trete ihn trotzdem mal. Oh. Nicht richtig durchgezogen. Gerade irgendwie den Anschluss an die Gens verloren. Da ist jemand. Mein Zombie verrät's mir. Sprintboost. Okay. Oh Gott, ich bin ein bisschen nervös. Es sind einfach alle dead on hook. Wie ungünstig kann man denn die Leute aufhängen? Leute, wir haben alle tot am Haken. Alle sind am nächsten Haken tot. Und die zwei Gens dort hinten sind nicht an. Fangen. Okay, er zieht mich. Naja, obwohl es geht. Ich müsste eigentlich den Gen in der Schule bewachen.
Okay, wir gehen zurück. Fürchte. Dass der Jen in der Schule gleich angeht. Wir müssen zurück. Hier ist jemand. Ach, sie schon wieder. In meinen Augen hat er getroffen. Ich mag das Haus nicht, muss ich sagen. Jo, ist Tüftler an. Schafft man nicht mehr runter. Aber vielleicht können wir jemanden abfangen. Wir haben keinen Nöt. Wir haben die alle dead on hook. Ich hätte gern wenigstens einen Kill. Wenigstens einen Kill gibt ihn mir. Give it to me. Das ist eine anstrengende Runde. Ich hab einen Hit bekommen. So. Kann sie bitte rausgehen? Wir haben einen Kill. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist die dümmste Ausgangssituation für jeden Killer. Du hast alle vier Survivor dead on hook, aber du hast immer noch alle vier Survivor drin, die halt einfach Generatoren machen können. Oh, wir haben wenigstens einen Kill. Ja. Ich muss sagen, die Runde lief deutlich besser mit Nemesis als die erste Runde. Kann man zufrieden mit sein. Oder? Ich bin sehr stolz darauf, dass es eigentlich... Man hätte halt, oh, ich hätte viel mehr Glück haben müssen und vielleicht frühzeitiger einen rausnehmen können. Aber ich habe halt einfach gedacht, ja, wir hängen sie alle zweimal auf, dann können sie zu viert die Gens machen und alles easy. Schwierig. Schwierig. Aber wir haben es rausgeschafft. Wir haben es rausgeschafft. Oh Gott, ich bin verwirrt. Es tut mir leid. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.